Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. In der WWE gibt es einige Wrestler, die leider viel mehr verdient hätten, als sie aktuell erreichen. Das hat verschiedene Gründe. Um genau diese WWE-Wrestler, die es verdient hätten, World Champion zu werden, und woran es liegt, dass es aktuell noch nicht passiert ist, gibt es heute. Schreibt auch mal euren Wrestler in die Kommentare, bei dem ihr der Meinung seid, der es verdient hätte, endlich mal World Champion zu werden, und warum. Bedingung für dieses Video hier ist, der Wrestler muss bereits im Main Roster sein und darf noch keinen World Title dort gehalten haben. Los geht's aber mit meinen 5 Stück und Nummer 1, Aleister Black. Fangen wir mal bei jemandem an, der noch gar nicht so lange im Main Roster der WWE ist. Aleister Black feierte nach einem mehr als erfolgreichen Run bei NXT sein offizielles Main-Roster-Debüt im Februar 2019. Bisher konnte er noch keine Titel im Main-Roster gewinnen, verdient hätte er es aber allemal. Black gehört zu den charismatischsten und talentiertesten Wrestlern in der gesamten WWE. Er sticht mit seinem Gimmick durchaus aus der Masse der WWE-Wrestler heraus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Black in der WWE noch so gewinnen darf. Einen World-Title-Gewinn würde ich ihm aber sowas von gönnen, er hätte es so verdient. Nummer 2, Ricochet. Kommen wir als nächstes zu einem Typen, der mit Black in das Main-Roster der WWE kam. Auch er durfte im Main-Roster noch keinen Titel halten, bei Ricochet sind die Gründe wohl mehr als offensichtlich. Wer das typische Bild eines World Champions von Vince McMahon kennt, wird merken, dass Ricochet so gar nicht in dieses Bild passt. Klein, aber dafür wendig, könnte nicht nur die Beschreibung eines Smarts sein, sondern auch die von Ricochet. Er hätte es zwar so verdient, aber ich kann euch ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, Ricochet mal als WWE World Heavyweight Champion in der WWE zu sehen. Oder was meint ihr? Nummer 3, Samoa Joe. Samoa Joe stand schon in einigen World Title Matches, durfte aber bisher noch keines für sich entscheiden. Samoa Joe kann auf eine über 20-jährige Wrestling-Karriere zurückblicken, gewann in den verschiedensten Ligen weltweit schon große Titel, in der WWE durfte er aber noch keinen World Title tragen. Alleine durch seine Erfahrung und sein Charisma, besonders als Heel, hätte er es mehr als verdient, in der WWE endlich mal World Title Gold zu halten. Bisher reichte es im Main Roster nur für die WWE United States Championship. Nummer 4, Shinsuke Nakamura. Aus irgendeinem Grund war ich der festen Überzeugung, dass Nakamura schon World Champion in der WWE war. Verdient hätte er es allerdings allemal. Nicht ohne Grund war Nakamura ein sehr großer Name in Japan. Gerade als Face gefällt er mir richtig gut, zudem hat er wirklich Talent im Ring. Obwohl er auch sehr charismatisch ist, hält ihn wohl sein japanischer Dialekt in seinen englischsprachigen Promos unten. Würde er daran noch feilen, würden sich seine Chancen auf eine World-Titel-Regentschaft enorm steigern. Für einen Rumble-Sieg hat es aber schon gereicht. Nummer 5, Cesaro. Cesaro steht bestimmt auch bei einigen von euch auf der Liste der Wrestler, die es verdient hätten, World Champion zu werden. Cesaro feierte 2012 bei der WWE sein Debüt, nachdem er 2011 einen WWE-Vertrag unterschrieb und erstmal zu Florida Championship Wrestling geschickt wurde. In den knapp 8 Jahren konnte Cesaro nie wirklich das große Gold in der WWE gewinnen. Einzig mehrfache Tag Team und US-Titelregentschaften und natürlich der Gewinn der 2014er Andre the Giant Memorial Battle Royale konnte er auf die Liste seiner großen Gewinne setzen. Dabei ist Cesaro einer der talentiertesten Wrestler in der WWE. Auch wenn es sein Äußeres nicht vermuten lässt, hat der Kerl richtig Kraft und zeigt auch immer dadurch spektakuläre Aktionen. Es ist einfach nicht dieser typische Big Sweaty Guy, der in das World-Titelbild eines Vince McMahon passt. Das waren nun 5 WWE-Wrestler, die einen World-Title-Run verdient hätten. Schreibt mal, wie gesagt, einen Wrestler in die Kommentare, bei dem ihr der Meinung seid, dass er durchaus es mal verdient hätte, World Champion in der WWE zu werden. Liked auch mal das Video und lasst ruhig ein kostenloses Abo für mehr Wrestling-Content auf diesem Kanal da. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und wann ihr halt dieses Video schaut oder so. Und ciao.